Hallo und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live. Oh, ist immer noch ein bisschen laut im Headset so. War das schon immer so geil animiert, der Boden? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Okay, jetzt höre ich gar nichts mehr. So. Wir sind jetzt in der schicken Mondbasis. Wer ist das? Ach, den haben wir ja eingestellt, ne? Anderes. Ich erinnere mich. So, wir werden jetzt erstmal die Leute wieder beschäftigen. Connor. Okay, da fahren wir halt bei Connor an. Immerhin wollen wir ja ein bisschen Geld machen. Flamboyant Surgery. Okay, Cyberduck. Er macht Cyberduck. Professional Yuck. Ein Gameplay. Andres. Mach's mal einen Arbeitsplatz 1. Ist ein guter Plan. Du nimmst auch ein Video auf. Legendary Hillbilly. Irgendwas für PC. Da. Omega Harpoon Zombies. Machst du noch ein Gameplay davon? Und du gehst an Arbeitsplatz 2. Ja. So, Emilia, meine Liebe. Nimmst auch ein Video auf? Du willst ja auch lieber an den PC gehen. Ja, Prey ist nicht mehr so beliebt. Aber Infinite Chipmunk. So, du gehst an Arbeitsplatz 3. Mal gut, dass wir hier alles aufgerüstet haben. So, und meine Liebe, Jaden. Jaden? Heißt es vielleicht Jaden? Ich weiß es nicht. Du kannst mal Professional Yuck aufnehmen. Von Arbeitsplatz 4. Weil Connor da jetzt gleich bestimmt fertig ist. So, und wir gehen jetzt erstmal nach oben. So. Ich weiß, ich habe es bisher nie so mega gedreht, glaube ich. Aufrüsten. So, wir werden hier reingekackt. PC World. Wir kaufen jetzt hier erstmal alles, was das besser macht. Ich würde ja lieber drei solche fetten Monitore nebeneinander haben wollen. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei Monitore nebeneinander und das ist einfach geil. Also ich habe ja auf dem rechten Monitor spiele ich halt ganz normal und auf dem linken habe ich hier die Aufnahme im Überblick, in der Übersicht und weiß genau, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann kann ich direkt... Ja, also bearbeiten klingt jetzt vielleicht komisch, ne? Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich wollte zurück, danke. Wir können ja noch mal ein paar PC-Spiele uns gönnen. Für Dial PC, wo ist er denn? Da. Neurotic Bong. Middle Eastern Funk. So. Eigentlich können wir mal alles kaufen, ne? Mich mal, ob der Schrank irgendwann voll ist und wir was verkaufen müssen. Würde mich echt interessieren. Deswegen kaufe ich mal alles. Hätten wir von Anfang an schon mal machen sollen, ne? Das wäre mal eine geile Idee gewesen, aber egal. So, im Idea-Shop gibt es da was Neues. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Wir kaufen den ganzen Laden. Gibt noch nichts Neues. Vielleicht, wenn wir halt Level Up haben. Okay. Konsolen gibt es auch noch nichts Neues, ne? Okay, dann ist ja gut. Wir ignorieren das. Gut gemacht. Du warnst deine Follower in den sozialen Netzwerken vor dem Virus und das finden sie gut. Wusste ich. So, dann gehen wir doch mal nach unten. Weil wir jetzt natürlich alles unboxen oder auspacken müssen. Hallo? Ja, beweg dein Hintern jetzt hier, Mensch. Ich
habe gerade voll viel Geld ausgegeben. Irgendwie waren wir dann wieder unter den 100.000. Jetzt haben wir wieder 100.000. Weg geht's. Kann man machen. So, jetzt sind wir ein bisschen... Oh, geil. Damit beschäftigt, hier die Sachen auszupacken. Und können nebenbei unsere Leute hier rumkommandieren. Ich finde das einfach geil, ne? Also, muss man sagen. Hochladen. Auch fertig, dann lassen wir ihn das auch mal hochladen. Boah, dass das hier immer angezeigt werden muss. Was wir ja mal machen können. Nein, geh nach unten, nicht nach oben. Oh Gott. Runter, runter. Ja, 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 genau. Erstmal schlafen. Und dann gehst du nochmal einen Salat essen. Und dann machen wir mal den Kurs. Fortgeschritten, 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 Anfänger da. Können wir uns jetzt ja leisten, während unsere Mitarbeiter hier für uns schuften, dass wir einfach mal ganz entspannt Kurse machen können. Ich frage mich, ob das irgendwann mal was anderes ist. Ich muss warten, bis mein Partner mit dem Video fertig ist. Ja. Kein Problem. Okay, wir bewerben das mal. Jetzt kommen wir bei Cortez wieder an. Was hat er denn aufgenommen? Cyberduck. Dann darf er auch nochmal Cyberduck machen. Aber das war ja eher in der Konsole, deswegen machst du das mal da. So, Andres hat Omega-Harpoon-Zombies. Emo-Turtle. Ist sehr beliebt. Och nein! Oh, Andres, nimm das jetzt, mach das. So, das kannst du ruhig an Arbeitsplatz 2 machen. So, genau. Bewerben war das alles schön. Und natürlich auch. Ich frage mich, was jetzt noch anderes kommt, außer Geld verdienen. Und durch sind wir jetzt ja eigentlich. Ich meine, besser kann es ja nicht werden, oder? Umziehen, ja. Emilia darf Videospiele spielen. Was hat sie denn gespielt? Infinite Chipmunk. Nimmst du noch eins auf? Und zwar an Arbeitsplatz 3. So, Jaden. Schild hier oben rum. Hat Professional Yuck. Und das darf sie auch nochmal aufnehmen. An Arbeitsplatz 4. Und wir chillen hier unten, sind total motiviert, wie man an dem Gesicht schon sieht. Und werden jetzt weiter ganz viele Spiele auspacken. Unsere ganze Konsolensammlung, ey. Dann öffnen wir mal eins nach dem anderen hier. 10 Jahre später. Ich glaube, jetzt kaufen wir einfach auch alle neuen Spiele, weil wir es können. Ich fände cool, wenn man hier so Gewinnspiele machen könnte, dass man sich dann halt die Spiele holt. Also wenn ich so viel Geld mit YouTube verdiene, würde ich monatliche Gewinnspiele machen. Also ich würde das, also jetzt ist es kein Scherz, ne? Weil es freut mich, wenn ich anderen Leuten, die dann nicht so viel Geld haben, dann irgendwie damit helfen kann oder so. Ich habe ja zum Beispiel auch einer Freundin meinen Laptop, also jetzt nicht geschenkt, aber gegeben, weil ich ihn nicht benutze. Und das ist halt auch kein schlechter Gaming-Laptop, sage ich mal, ne? Und der war jetzt auch nicht ganz so günstig. Und ich habe dann gesagt, dass sie damit erstmal spielen kann, bis sie vielleicht irgendwann irgendwie mal was zusammengespart hat oder sich die Möglichkeit ergibt.
dass sie mit ihren eigenen PC da mal kaufen kann, weil sie halt keinen PC zum Zocken hat. Und meine Mutter, die fand das, glaube ich, nicht so geil, als ihr das mal... sie hat das irgendwie mal mitgekriegt oder so, oder ich hatte ihr das erzählt. Und dann, ja, und wenn der kaputt geht, ist, ja, dann geht er halt kaputt, dann ist das halt so, meine Güte. Weil sie macht ihn ja nicht mit Absicht kaputt, ne? So, ja, weiß ich nicht. Also, dass man das so eng sehen muss. Oh, 100 Jahre später. So, dann machen wir mal die ganzen Uploads von unseren Freunden hier. Und ich gönne mir jetzt ein Energy. So. Ah, geil. Gab's im Angebot hier, Rockstar. Musste mir einfach eins mitnehmen. Ich achte ja eigentlich im Moment darauf, dass ich überwiegend kalorienfreie Energies zu mir nehme, weil ich ja auf diesem Abnehmtrip da im Moment bin. Aber mal muss ich mir einfach den Blueberry Rockstar gönnen, weil der einfach so geil ist. Okay, und der zahlt zwar ein paar Kalorien. So, warte mal. 57 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, ein Liter hätte 570 Kalorien. Also 250 plus 35, 285, wenn ich jetzt mich nicht getäuscht habe. Ist ja auch egal. So. Aber das ist dann schon so... ich sag mal, der Kalorienbereich, den man halt für so Süßigkeiten sich einteilt, ne? Und dann wäre halt so ein Energy Drink dann halt einfach die Süßigkeit, die man sich am Tag so... Das sieht so geil aus hier. Mein Schrank sieht, naja, fast so aus. Ich habe auch ziemlich viele PlayStation-Spiele, aber ich habe sie ordentlich einsortiert. Das wäre mir auf jeden Fall zu unordentlich. Regal Spatula. Okay, dann darfst du das machen. Nimmt er mal ein neues Spiel auf. Er muss ja nicht immer das gleiche nehmen, ne? Andres, mein Freund. Du nimmst auch ein Video. Oh, wenn ich das sehe, da der erwärmt es mir das Herz. Professional Love. Ey, das sind Sachen, die ganzen Leute sehen wollen hier, ne? Guckt euch das an. Mystery Furry. Fury? Furry? Ne, Furry ist das, ne? Mit Doppel-R. Mein Englisch ist jetzt nicht gerade das Tollste, deswegen... So, dann Emilia. Emilia spielt wirklich lieber am Computer, sagt sie ja ständig. Deswegen möchte ich ihr auch keine Konsolenspiele andrehen, wenn sie das nicht möchte. Wir werden ja wohl hier... Scheiße. Genau, das wollte ich vermeiden. Deswegen mache ich das eigentlich immer gerne einzeln, anstatt hier einmal durch. Wir haben zu viele Konsolenspiele. Wir haben nur Konsolenspiele. Natürlich schlecht. Aber die sind alle so gut bewertet. Da macht sie jetzt halt Professional Love. Immerhin darfst du ja am PC dann rendern. So, und Jaden. Ja, ihr könnt ja warten, bis alle fertig sind. Ich finde das so dämlich, dass man sich nicht einfach mehrere Fernseher kaufen kann. Ich finde das so dämlich. Also so Videoschalten. Und du gehst an Arbeitsplatz 4. Genau. Ja... So, dann bewerben wir den ganzen Spaß hier nochmal. So, bewerben. Wir haben so ein paar Hater. So, ich wollte hier schon auch schnell machen. Ja, ich hätte zum Beispiel Lust, so kleine Überraschungspakete zum Beispiel zu verlosen. So eine monatliche Box, wo man dann einfach so ein paar Sachen reintut. Wir haben jetzt zum Beispiel Comics hier. Und, also im Wert von 30 Euro oder so. Und dann einfach so für die Abonnenten, ne, dass die dann... Ja, dass die sich so auf sowas halt freuen können, dass sowas halt im Monat ist, ne? Ich will einen Fernseher kaufen, mich stört das hier richtig. So, danach kannst du, glaube ich, mal schlafen gehen, so wie das aus Hamburgern. Ja, vielleicht solltest du mal aufhören. Du bist nämlich ziemlich müde. Ja, aber im Moment ist das finanziell halt leider einfach nicht drin. Da gibt es ja diesen einen Typen auf Twitter, Max Keiler oder so, der
verlost ja auch ständig irgendwelche Sachen, die er dann kauft oder an irgendwelche Follower. Das finde ich ganz cool, weil er hat wohl das Geld dann halt irgendwie übrig und gönnt dann seinen Followern mal was. Und das finde ich halt einfach, ja, das ist nicht mehr so, das ist einfach nicht so egoistisch, egozentrisch gedacht. Das finde ich halt echt geil. Ich würde mir dann zum Beispiel auch zu so einem Pokémon-Release zum Beispiel gerne zweimal das Pokémon-Spiel kaufen. Einmal für mich und einmal zum Verlosen zum Beispiel. So, da hätte ich zum Beispiel auch kein Problem mit. So, Connor. Regal Spatula. Andres. Mystery Furry. Warte mal, das ist jetzt für Dings, ne? Genau. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Oh. Aber ein paar schon und diese haben dich deabonniert. Es ist irgendwie ein bisschen blöd hier in YouTubers Live, aber hey. Es ist ja auch nur ein Spiel, ne? So, er hat Mystery Furry gespielt. Kannst du ruhig einen Arbeitsplatz 2 machen. 30 Computerarbeitsplätze hier. So, dann. Jaden haben wir jetzt hier. Cyber Arcade gespielt. Ja. Emilia ist auch immer noch dabei. Du gehst mal an Arbeitsplatz 4 einfach so. Weiß zwar nicht, an welchem Emilia jetzt gerade ist, aber egal. Ich wollte ja mal ein bisschen gucken, was wir hier noch haben. Einkommen 107.000 im Monat, ey. Was man davon alles Schönes. Ach, ist ja so geil. Also ganz ehrlich, wenn ich 107.000 Euro oder Dollar oder YouTubers Live Money im Monat verdienen würde, ich würde nur noch Teilzeit arbeiten oder so auf 450 Euro Basis oder sowas. Also damit man nicht ganz aus dem Arbeitsleben verschwindet, ne? Aber ich möchte ja sowieso nicht Vollzeit nach der Ausbildung arbeiten, sondern dachte mehr so an Dreiviertel zum Beispiel, damit ich einfach vom Leben auch noch ein bisschen was habe. Hier flog gerade ein Controller in der Luft rum. Habt ihr das gesehen? Die schieben sich hier schon durch die Gegend. Unser volles Spieleregal. Das sieht so cool aus. Unsere Villa. Ich finde es schade, dass man das nicht so ein bisschen selber einrichten kann. Also es muss jetzt ja nicht so extrem sein wie in Sims, ne? Digitale Effekte für Anfänger. Ich frage mich, ob dann die Videos halt auch besser sind. Jetzt haben wir alles Mittel, ne? Okay. Wir würden uns im Namen von Nikosoft freuen, wenn du zu unserem neuen Spiel ein exklusives Gameplay-Video machen könntest, bevor es veröffentlicht. Ja, mache ich. Du bekommst das Spiel in ein paar Stunden nach Hause. Okay. Dann machen wir uns mal bereit dafür und ich werde es auch extra spielen. Essen wir noch unser Salat. So. Öffnen wir das mal. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Deranged Punching. Irgendwie so. So, neues Gaming-Video. So, extra für euch machen wir das. Fortsetzen. Mensch, wir machen mal wieder selber ein Video. Aber. Wo bleibe ich denn? Hallo? Okay, dann halt nicht. Was soll's. Aber für diesen Part sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.